Ich hätte niemals gedacht, dass amerikanische Truppen auf dem Roten Platz einmal für die russische Bevölkerung kämpfen. Dies ist der letzte Showdown, meine Herren. Die Ultranationalisten halten den Kreml und sonst nichts. Wir werden die Sache hier austragen. Unsere erste Aufgabe ist es, eine Gruppe von US-Truppen, die östlich unserer jetzigen Position festgenagelt wurden, zu unterstützen. Gehen Sie Ihren Weg durch das mittelalterliche Viertel, eliminieren Sie jeden Widerstand, auf den Sie stoßen, und helfen Sie den GIs. Von dort aus halten Sie sich südlich, durch das Gumm-Warenhaus, um zum Roten Platz zu gelangen. Die Straßen sind voller Flüchtlinge, also passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Bedenken Sie, dass wir hier als Befreier und nicht als Besatzer sind. Auf dem Roten Platz toben heftige Kämpfe. Machen Sie sich auf Panzer gefasst. Es gibt fast keine Deckung, aber glücklicherweise sollte der Schnee die Sicht beschneiden und Ihnen einen Vorteil verschaffen. Nun gehen Sie da raus und machen Sie sich an die Arbeit. Lassen Sie uns gewinnen und dann nach Hause fahren. Ja, und damit herzlich willkommen allerseits zur letzten Mission von Ghost Recon, Schaumrasur. Es geht auf nach Moskau, wir sollen den Roten Platz einnehmen. Unsere Missionsziele sind so ziemlich jeden Widerstand auszulöschen. Und wir sollen darauf achten, keine Zivilisten umzubringen, was ein bisschen schwierig ist, weil die Zivilisten laufen da wie Idioten einfach so um die Straße und denken, es wäre Karneval oder so. Also, dass da gerade ein Kriegszustand hätte, interessiert sie nicht. Aber gut. Das hier ist die Karte. Wir starten hier. Wir müssen erstmal ein paar US-Soldaten retten. Wir können uns aber eigentlich so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Wir werden erstmal diesen Bereich hier sichern und danach geht es weiter zu den festgenagelten Truppen. Das ist eigentlich der einfachste Part. Schwieriger wird es hier. Das ist dann irgendwie so eine, Einkaufsstraße oder so. Halt ein großer Tunnel, der diesen Bereich mit dem Roten Platz verbindet, und dort gibt es auch Soldaten. Und ja, das Problem ist, da gibt es halt zwei Etagen und die meisten Soldaten sind in der ersten Etage. Auf jeden Fall kann man da leicht verrecken, wenn man nicht weiß, was abgeht. Und dann letzten Endes am Roten Platz. Hier gibt es etwas zu beachten, aber habt ihr wahrscheinlich auch gerade im Briefing gehört. Wir haben es mit Panzern hier auch zu tun. Wir müssen also Zerstörungsexperten mitnehmen. Es gibt drei Panzer zu zerstören. Ich empfehle, zwei Zerstörungsexperten mitzunehmen, weil wenn ihr nur einen mitnimmt, bedeutet das, er darf A, nicht sterben, und B, muss jede Rakete sitzen, sonst war es das. Okay, und mir ist schon oft passiert, dass eine Rakete daneben geflogen ist oder dass ich einen Fehler gemacht habe und der eine Zerstörungsexperte ist abgekratzt. Also nehmt lieber zwei mit und seid auf Nummer sicher. Ich habe schon mein Team soweit zusammengestellt, okay. Gordon ist natürlich der Anführer. Ich verstehe nicht, warum die Reihenfolge hier immer geändert wird, aber gut. So, haben wir Thompson mitgenommen. Der ist eigentlich ein, ziemlicher Anfänger, wie ihr von den Werten seht. Aber wir brauchen halt jemanden zweiten mit einem Raketenwerfer. Wir haben unseren Ibrahim wieder dabei. Okay, den haben wir sogar auf Waffe und Tarnung vollkommen aufgelevelt. Hawkinson ist auch dabei. Diesmal habe ich mich entschieden, einen Sensor mitzunehmen. Es gibt zwei Orte auf dieser Karte, wo ihr einen Sensor platzieren wollt, okay? Damit es einfacher ist, die Feinde zu lokalisieren. Aber das zeige ich euch in der Mission dann auch nochmal. Dann haben wir einen weiteren Zerstörungsexperten, unser Kave, der hat ja schon einige Erfahrung gesammelt. Und Galinski ist auch wieder dabei mit dem Scharfschützengewehr. Nicht ganz voll in Tarnung, aber das sollte reichen. So, da das hier die letzte Mission ist, liebe Freunde, ist es scheißegal, wie viele Verluste wir machen, okay? Es geht nur darum, die Mission abzuschließen, okay? Und wenn ihr dabei am Ende nur einen einzigen Zerstörungsexperten habt, ist das scheißegal, okay? Und ich kann euch sagen, als ich die Mission vor Wochen das erste Mal wieder gezockt habe, hatte ich am Ende nur zwei Soldaten übrig. Das war Galinski, und die war von der vorherigen Mission schon verletzt gewesen. Das heißt, die humpelte nur noch durch die ganze Mission. Und ich hatte einen weiteren Zerstörungsexperten dabei, der war ein absoluter Noob, okay? Das waren die zwei einzigen Soldaten, die noch übrig waren, als ich auf dem Kreml war. Und, boah, das war absolut nervenaufreibend, das kann ich euch sagen. Aber ich habe die Mission gerade einen Test drauf gemacht, da lief eigentlich alles ziemlich gut. Ich wette mit euch, jetzt wo ich wieder aufnehme, geht eh alles wieder schief. Aber fangen wir mal an. Sie sind dicht dran, nur noch ein paar Blocks weiter. Achten Sie auf Ihren Hintern. So, wir sind also in Moskau. Wir wählen Bravo aus und geben den einen Bewegungsbefehl hier hin. Diesen Bereich gilt es jetzt zu sichern.
Ich hol schon mal den Granatenwerfer raus. Da müsste es ungefähr 5 Soldaten geben, die wir ausschalten müssen. Mit der Granate können wir vielleicht schon mal einige den Tod reißen und dann ja, uns um den Rest kümmern. So, direkt hinter diesem Bus ist jemand. Da haben wir einen getötet, war ja klar. So, zwei sind tot. Drei, vier. Noch einer sollte übrig sein. Da ist er. Fünf. Das sollten hoffentlich alle sein. Ich will aber nicht zu viel sagen. Ja, das sind Flüchtlinge. So. Dann hätten wir schon mal die Stelle geschafft. Jetzt geht es weiter zu den US-Soldaten und wir warten. Die Taktik da ist einfach, wir warten, bis die Gegner von selbst auf uns loskommen. Okay, die kann man nämlich ziemlich einfach da rauslocken. Die sind nämlich da hinten um die Ecke. Da sieht ihr schon mal einen. Und da schmeiße ich auch gerne eine Granate. Meistens bringt das zwei um. Aber wie ihr eben gesehen habt, geht das gleich sowieso wieder schief. So, ich gehe mal hinter dieser Laterne hier. Und dann schmeiße ich eine Granate raus. Naja, diesmal hat es zwei getötet. Beziehungsweise jetzt habe ich drei. So, und jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten, okay? Wir bewegen uns nicht. Bravo kann mal kommen. Und nach einiger Zeit sollten hier die restlichen zwei, drei Soldaten kommen und dann ist das Missionsziel. Könnt ihr auch ein Häkchen dran machen. So. Ja. Da ist einer. Jetzt kommen sie eigentlich alle nacheinander geschossen. Oder auch nicht. Hallo Feinde, wir haben nicht ewig Zeit. So. Naja, das wollt ihr sehen. Festgenagelte Truppen sind befreit. Okay, da sind die US-Soldaten. Glaubt aber nicht, die würden euch irgendwie helfen. Die verpissen sich nämlich jetzt. Wir dürfen also alles wieder in Alleingang fertig machen. So, wir nehmen jetzt unseren Sensortypen. Jetzt kommt nämlich die eine Stelle. Und seht ihr, wie die Zivilisten hier einfach gechillt durch die Straßen gehen? Ich meine, schaut euch doch mal um. Das ist ein Schlachtfeld. Und der Typ denkt ja irgendwie, es wäre Sonntagmorgen und er könnte jetzt einen Spaziergang machen. Heilige Mutter Gottes, okay? Heilige Mutter Gottes. Ist das für euch eine normale Reaktion, in ein Kriegsgebiet zu sein? Nee, ich glaube nicht. So, genug genervt. Das erste Sensor, was wir platzieren, ist hier rechts um die Ecke. So, das sollte die Feinde, die hier drin sind im Tunnel, dann erstmal ja, uns zeigen. Die kommen nämlich direkt hier geschossen. Da seht ihr sie schon drei und zwei sind hier oben in der ersten Etage, da oben. Erstmal bringen wir die Soldaten um. Der braucht aber auch etwas. Und noch einer. So. Oh, scheiße, der ist ja noch am Leben. So, jetzt ganz schnell. Jetzt fangen wir die Soldaten oben ab. Genau. So, das waren die beiden oben. Jetzt auf der anderen Seite kommen nach einiger Zeit auch feindliche Soldaten und die wollen wir ebenfalls eliminieren, liebe Freunde. Da sind Zivilisten, nicht erschießen. So. Alpha kann uns helfen. Ich weiß leider nicht, ob sie jetzt direkt schon um die Ecke kommen. Oder ob sie auf der anderen Seite sind, das ist auch immer recht unterschiedlich. Ja, die kommen. Geht zurück. Die sollten jetzt eigentlich um die Ecke kommen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, es müssten eigentlich alle gewesen sein. Zumindest ist es nicht mehr rot. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, gut, dann hätten wir diesen Bereich hier auch geschafft. Sieht eigentlich ganz nett aus. Jetzt geht es zur anderen Seite da hinten. Da können wir Alpha schon mal einen Bewegungsbefehl geben. Nämlich, da ist der Ausgang des Tunnels und dann sind wir hier auf dem roten Platz. Und ich sage euch mal, wie es weitergeht. Hier.
Auf der Seite ist ein Panzer, der patrouilliert hier das ganze Gebiet. Den wollen wir als erstes eliminieren. Hier kommen aber nach einiger Zeit auch Soldaten an, die uns angreifen. Und um einen Vorteil zu schaffen, tun wir jetzt den zweiten Sensor platzieren, damit wir wissen, was abgeht. Okay, jetzt kommt eigentlich eine der schwierigsten Stellen in der Mission, okay? Denn das kann leicht schief gehen und ihr dürft auch nicht zu nah am Eingang stehen, weil sonst knallt euch der Panzer ab und das war's. Also geht lieber wieder hier rein, dann seid ihr geschützt, wartet ab, bis der Panzer euch den Rücken zuwendet und dann schießt ihr eine Rakete auf den und gut ist. So, ich hoffe, der ist jetzt nicht draußen. Mal kurz lauschen. Luft ist rein. So, genau da in der Ecke platzieren wir jetzt. Oh, scheiße. Platzieren wir jetzt den Sensor. Panzer in Da Sicht. ist der Panzer, 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 Panzer. Scheiße, geht zurück, Leute, geht zurück. Wir sind einer weniger. Genau die Scheiße meinte ich. Genau die Scheiße meinte ich. Wir haben sogar unsere Zerstörungsexperten verloren. Und da kommen direkt die Feinde, glaubt ihr das? Glaubt ihr die Scheiße? Scheiße. Jetzt muss jeder Schuss klappen. Sonst haben wir die Mission verloren. Da seht ihr sie schon kommen. Also der Sensor, ihr seht, ist schon geil. Scheiße. Das ist jetzt. Aber wie gesagt, scheißegal. Ist die letzte Mission. Wenn ich es doch noch schaffe, dann haben wir gewonnen. War ja klar, dass es jetzt. Und es bewegt auch genau den Zerstörungsexperten. Es hätte jeden treffen können, aber doch nicht der. So, was machen sie jetzt? Bleiben die jetzt da? Ich glaube, die bleiben da. Wo ist mein Zerstörungsexperte? Heilige Mutter Gottes, seht ihr das? Die sind noch nicht mal dahin gegangen. Ich habe den Bewegungsbefehl doch gegeben. Boah, ihr seht schon, die Mission tut sich mal wieder in die Länge ziehen. Unter Beschuss. Wer knallt euch denn ab? Niemand. Hör auf zu heulen. Verdammt, okay. Und Thompson, das ist, glaube ich, unser schlechter. Oder ist es unser. Nee, das ist unser Noob. Gottes Willen. Das wird noch ein Spaß, okay. Jetzt muss ich wirklich genau darauf achten, dass die Raketen sitzen. Einmal daneben gefeuert und Mission ist fehlgeschlagen. Ja, wer möchte es schon einfach haben? Da, 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 da. So. Jetzt sagen jetzt mal Bravo, die sollen wieder reinkommen. Nehmen wir unsere Zerstörungsexperten. Und ich frage mich, was sie da hinten machen. Danke. Und warten ab, bis der Panzer kommt. Ja, Leute, tut mir leid für die Warterei. Okay, ich gehe da jetzt aber nicht raus, weil hier gibt es einen weiteren Panzer. Der wird sogar am schwierigsten auszuschalten. Oder kommt der, weil der ziemlich weit weg ist. Okay, und ich weiß nicht, ob eine Rakete, ob ich da sofort treffe oder nicht. So, wir warten jetzt, bis der Penner hier Sprengstöße in Sicht. sich umdreht und dann schießen wir den von hinten aus ab. So, das müsste reichen. Das wollt ihr sehen. So, wir nehmen lieber Bravo, weil Alpha ist jetzt sozusagen sehr, sehr kostbar. Die dürfen nicht sterben. Wenn sie sterben, ist die Mission im Arsch. So, jetzt gibt es hier ein paar MG-Nester, die ihr zerstören wollt. Da müsste der erste sein. Da bei den Sandsäcken. Und es gibt noch einen zweiten. Da. Wiedersehen. So. Nikoskaja-Turm genommen, ja. So, jetzt Vorsicht, hier gibt es einen Panzer, da sind aber auch noch ein paar Soldaten. Glaubt ihr, man kann da durchschießen? Nee, natürlich nicht. Ich vertraue dem Spiel nicht. Auf Wiedersehen. Da war auch noch ein Penner.
Lalali, lalali, da ist der Panzer. Panzer in Sicht. Da ist der Feind. Melde Kill. So. Scheiße, da hinten ist auch noch jemand. Boah, der hat aber eine große Reichweite. Mal wieder richtig schön intensiv. Da ist er. Ja, du bist echt Hawkinson. Du bist ein Experte. Der ist Geschichte. Verdammt. Gucken wir uns mal lieber, dann kann ich besser schießen. Glaubst du, man kann die abfetzen? Nee. Ich sehe sie zumindest. Jetzt bückt er sich auch noch. Geht doch. Hab ihn. Geht doch. Bestätige Kill. So, jetzt können wir es langsam mal wagen. Zwei Schüsse, Leute. Zwei gottverdammte Schüsse mit diesen verdammten Anfänger, Grünschnabel, was auch immer. Blechbüchse in Sicht. So. Ich gehe lieber näher dran. So nah bin ich noch nie dran gegangen. So, Leute, glaubt ihr, diese Rakete wird treffen? Mein Fadenkreuz sagt ja, aber manchmal schießt die Rakete auch weiter außen. Gott sei Dank. Panzer geknackt. Gott sei Dank. So, immer mit Bravo weiter. Was? Wir sind in Deckung. Ist gerade jemand von denen gestorben? Nee. So, Leute, wir nehmen den Scharfschützen. Da müssten es hinten noch irgendwelche Soldaten sein. Und zwar genau der hier. Hier gibt es noch ein paar MG-Nester. Der dritte und letzte Panzer befindet Auf sich hinter diesen Wiedersehen. Trümmern. Der patrouilliert da auch hin und her. Da warten wir auch, bis der hinter uns ist und dann Sayonara. Oh, ich gehe mal lieber rechts lang, ist mir sicherer. Ich weiß, auf der linken Seite auch noch jemand. Da ist der Panzer. So. Vielleicht können wir den ja jetzt schon abfangen. Das wäre geil. Boah, hätten wir eine. Dann kann ich den Zerstörungsexperten entbehren, sage ich jetzt mal. Dann können wir mit Alpha mal richtig draufhauen. So, wir verstecken uns jetzt hinter diesen Trümmern. Warten, bis der Panzer kommt. Und dann ist gar kein Dampf. Hier sind manchmal Soldaten. In diesem Falle sind keine. Auch gut. So. Jetzt nehmen wir hier unser Blechbüchse Thompson. in Sicht. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Fuck, 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 fuck. So. Geht doch. Hervorragend. Panzer geknackt. Hervorragend, Leute. Und alle drei Schüsse gelandet. Super. So wollt ihr das haben. So, jetzt können wir mal. Jetzt können wir laut sein. Jetzt ist es egal. Ich bin So. direkt hinter Ihnen. Jetzt zeigen wir es den Russen mal. So, da sind auch noch jene MG-Soldaten, wie ihr seht. Unter anderem im Genest. Und das kümmern wir uns als erstes. Ich sagte als erstes. Und dann Auf die hier. Wiedersehen. Hab ihn. Wir können Alpha mal vorrücken lassen. Da hinten müsste es noch ein MG-Nest sein, also Vorsicht. Und da ist ein Soldat gewesen. Bis dann. Der ist Geschichte. Ah ja, Alpha macht mit. Ist doch hervorragend. So, ja, durch den Nebel sieht man nicht so viel, aber kommt uns auch zugute. So. Wir haben ein Opfer. Oh. Bestätige Kill. So, Ibrahim. Wer ist da? Da ist er noch. Der war mal. Wen haben wir eigentlich verloren? Ach, der andere Zerstörungsexperte.
Klappe. Oh Mann, mir fällt Exus mit dazu ein. Natürlich, natürlich. Da ist der andere Wichser. So, lass uns die Mission zu Ende bringen, Freunde. Ich habe keinen Bock mehr. Wird Zeit, dass dieses Spiel ein Ende findet. Dieser ganze Irrsinn. Das war's. Das war's. Das war's. Wir haben es geschafft. Und das war die letzte Mission, liebe Freunde. War zwar am Ende doch ein bisschen intensiv, aber ich muss sagen, im Vergleich zu vielen anderen Missionen in dieser Kampagne noch eher einer der einfachsten, okay, wenn man weiß, was man machen muss. Das Schwierigste ist einfach nur, dass man halt drei Panzer ausschalten muss, okay. Und dafür braucht man nun mal einen Zerstörungsexperten. Da muss man ein bisschen babysitten. Aber ansonsten geht's ja eigentlich. Okay. Und ja, das war Ghost Recon, okay? Damit sind wir durchgekommen mit der Kampagne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist so ein Spiel, das installiere ich mal gerne mal alle Jubeljahre mal wieder und spiele durch die Kampagne. Weil es hat eine Erfahrung, die bekomme ich nicht wirklich von anderen Spielen. Das ist eine ziemlich intensive. Es ist übrigens auch das erste Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe, ohne ständig zwischenzuspeichern. Weil früher habe ich halt immer, ja, einen Soldaten ausgeschaltet und gespeichert. Dann habe ich ein Missionsziel erfüllt und gespeichert und geladen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich finde, so wie jetzt halt die komplette Mission durchziehen ohne Zwischenspeichern, das ist nochmal was anderes, okay? Das ist nochmal eine viel intensivere Erfahrung und vielleicht auch wahrscheinlich die Erfahrung, die die Entwickler damals im Kopf hatten, okay? Weil was bringt es, wenn jemand verwundet ist oder jemand, ein Soldat sterben kann, wenn du einfach ja die Zeit zurückdrehst und von einem früheren Zeitpunkt aus nochmal weiterspielst? Das macht doch den ganzen Nervenkitzel aus. Und ja, also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich hoffe, euch diese Komplettlösung konnte euch irgendwie weiterhelfen. Okay, wenn ihr mal vorhabt, das Spiel selbst zu spielen. Auf Elite ist das Spiel, wie gesagt, immer noch ein bisschen zu schwierig für mich. Ich habe es versucht, aber die Gegner treffen da wirklich fast immer im Kopf. Und die sind auch, glaube ich, dreimal oder viermal so viel vorhanden wie jetzt. Und jetzt ist ja manchmal schon übertrieben. Vielleicht irgendwann tue ich mir das nochmal an, aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause von Ghost Recon. Okay? Ja, und würde mich freuen, vielleicht euch das nächste Mal wiederzusehen. Und ja, haut rein.